Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Freitag, den 27. Dezember. Ja, ich hoffe, ihr habt die Feiertage gut über die Runde bekommen und leider sind die Feiertage auch nicht der perfekte Zeitpunkt für Tech-News, deswegen mit Mühe und Not aus den letzten paar Tagen habe ich jetzt vier Themen zusammen und das wären heute Wikipedia, YouTube, Uber und Facebook. Beginnen tun wir mit guten Nachrichten für Wikipedia und in Anführungsstrichen die Demokratie, denn Wikipedia war in der Türkei geblockt. Das ist im April 2017 passiert. Da wurde Wikipedia geblockt, nachdem sie sich geweigert haben, Sachen zu entfernen, wo die Türkei mit Terrorismus in Verbindung gebracht wurde. Und dagegen ist Wikipedia vor Gericht gegangen in der Türkei. Auch schon erstmal eine wilde Idee, wie ich finde. Aber tja, es zeigt sich, auch dort ist Demokratie angesagt oder zumindest können Gerichte auch dem Prinzip folgen und haben es jetzt entschieden, dass Wikipedia nicht mehr gebannt sein soll, darf in der Türkei. Sprich, bald wird die Seite wohl wieder freigeschaltet oder auch nicht. Wir werden es beobachten und informieren euch dann. Nächstes Thema, YouTube. Die haben neue Tools rausgebracht für Copyright Claims. Sprich, wenn man ein Video hochlädt und das zum Beispiel auch monetarisieren möchte, da kann der automatische Content-ID-Algorithmus von YouTube drin checken, ob da vielleicht Copyright-Material drin ist, also Musik oder Filmschnipsel, die jemand anderem gehören. Und dann entsprechend das Video auch mal ratzfatz demonetarisieren oder Ansprüche stellen. Und oft war man da erstmal auf verlorenem Posten. Und jetzt gibt es entsprechend eine neue Funktion, wo man halt viel einfacher herausfindet, wer denn was da beanstanden könnte. Und zum Beispiel, wenn man Copyright-Probleme mit einem Musikstück hat, dann kann man das automatisch in YouTube in seinem Video muten. Und wenn da irgendwas drin ist als Videocontent, was Copyright-Claim hat, dann kann man das auch direkt da rausschneiden. Also es ist sehr komfortabel für auf jeden Fall die Creatoren, die das einsetzen könnten. Und schöne Sache auf jeden Fall, macht es ein bisschen einfacher. Nächstes Thema, Uber. Uber stand ja ein paar Mal in den Schlagzeilen, generell wegen dem Geschäftssystem, der Geschäftsidee und wie sie teilweise auch mit ihren Fahrern umgehen und nicht. Aber natürlich auch unter anderem wegen der Geschäftsführung, und zwar CEO Travis Kalanick, der ja nicht unbedingt, also der frühere CEO, er ist es schon längst nicht mehr, da er ja unter anderem auch ihm Sexismus vorgeworfen wurde und andere Sachen und irgendwann wurde er halt entlobt, ging in den Vorstand, war dann halt im Board, wie es in Amerika heißt, und auch von da wird er jetzt entfernt oder entfernt sich selber. Also er verlässt das Board und er hat auch letzte Woche nochmal geschmeidige 383 Millionen an Uber-Aktien verkauft und ihm gehören jetzt weniger als 10% der Firma, die er gegründet hat. Und letztes Thema für heute, Facebook. Der Facebook Messenger, der war ja auf einmal vor ein paar Jahren, ich glaube 2015 war das, auf einmal in aller Munde, weil man sich dort anmelden konnte zum Chatten und brauchte kein Facebook-Konto. Das fanden wir damals alle ganz toll, weil damals alle irgendwie gegen Facebook waren. Und die Funktion gibt es jetzt nicht mehr. Sie wurde klammheimlich entfernt. Sprich, wenn man jetzt den Facebook Messenger nutzen möchte und das vorher noch nicht getan hat, dann braucht man dafür jetzt ein Facebook-Konto. Muss das entsprechend einrichten und kann dann erst den Messenger nutzen. Das ist auch mittlerweile auf den Facebook-Hilfeseiten hinterlegt. Und ja, wisst ihr Bescheid, aber gefühlt hat ja eh schon jeder dort ein Konto, von daher ist das auch nicht mehr so ein Riesending. Ja, und das war's dann auch für heute. Ich habe mit Mühe die vier Themen mal ein bisschen gestreckt, damit wir ein bisschen Content haben. Ich hoffe, dem Martin geht's ein bisschen einfacher in der Folge für Montag und ich wünsche euch einfach ein tolles Wochenende. Bleibt positiv. Bis dann. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.